Herzlich willkommen zur nächsten Einheit in unserem MOOC. Wir haben schon gelernt, was das Internet ist, wie wir ins Internet kommen und was wir damit machen können. Ja, ich habe auch schon ein wenig geübt. Das waren natürlich nur wenige Beispiele, das Internet bietet aber sehr viel mehr. Ich zum Beispiel habe im Moment das Problem, dass ich mit meinem Job nicht so sehr zufrieden bin. Und in der Zeitung finde ich keinen besseren Job. Na, dann lass uns doch einfach mal im Internet für dich einen besseren Job suchen. So, über den Browser gehen wir ins Internet und können dort nun auch suchen, stimmt's? Genau. Es gibt verschiedene Suchmaschinen, die uns helfen, Informationen im Internet zu finden. Suchmaschinen sind Websites, die uns helfen, andere Websites zu finden. Bekannte Suchmaschinen sind Google, Bing, Startpage und DuckDuckGo. Also ich suche einen neuen Job in Salzburg. Na gut, dann geben wir hier im Browser Jobs Salzburg ein und schauen, was passiert. Hier siehst du nun eine ganze Reihe an Suchergebnissen, also Websites, die wir anklicken können. Wenn wir ein Ergebnis anklicken, kommen wir auf diese Website. Wir können uns jetzt aussuchen, welches wir nehmen. Jetzt sehen wir echt viele Jobs, die auf dieser Website angezeigt werden. Jetzt können wir hier noch die Anstellungsart und die Positionsebene eingeben oder das Gehalt. Schau, jetzt werden nur mehr weniger Jobs angezeigt. Okay, das sind aber immer noch sehr viele Resultate. Ich möchte Vollzeit im Einzelhandel arbeiten. Lass mich mal probieren. Dann gebe ich mal ein Jobs, Salzburg, Einzelhandel, Vollzeit. Ich klicke wieder auf die Seite von vorher und verwende meine Filter. Ah, das ist viel besser. Das ist jetzt überschaubar. Du hast recht. So leicht funktioniert eine Suche im Internet. Und das kannst du mit allen möglichen Dingen machen. Mit Kochrezepten, mit Veranstaltungen oder mit Nachrichten. Du gibst einfach Suchbegriffe ein, nach denen du suchen möchtest. Dabei können verschiedene Wortkombinationen verschiedene Ergebnisse bringen. Probier es am besten mal aus und suche mal nach Tipps für eine Internetsuche. In den Lernmaterialien dieses Moduls findest du noch nützliche Zeichenkombinationen für eine erfolgreiche Suche. Also ich habe jetzt einige Jobs gefunden, die mich interessieren. Jetzt brauche ich noch einen aktuellen Lebenslauf, mit dem ich mich bewerben kann. Ich bin mir sicher, mit unseren Suchstrategien finden wir dazu schnell was im Internet. Benutzen Sie für Suchen dieser Art die Suchmaschine DuckDuckGo.com, eine Suchmaschine, die großen Wert auf Privatsphäre legt. Suchen Sie nach einer Vorlage für einen Lebenslauf. Wenn Sie nun auf Bildersuche gehen, dann sehen Sie Vorlagen, die Sie auch optisch ansprechen. Sie können dabei gewisse Optionen bei der Suche angeben. Wenn Sie eine gewisse Farbe wollen, können Sie diese hier aussuchen. Lassen Sie sich zur Übersicht noch einmal alle Ergebnisse anzeigen, indem Sie auf Alle klicken. Besuchen Sie die Seite Lebenslauf, Muster und Vorlagen richtig bewerben AMS. Da gibt es Vorlagen vom AMS für alle Branchen. Klicken Sie dazu auf Musterbewerbungen, Bewerbungsportal AMS. Hier können Sie nun eine Reihe von Dingen angeben, damit der Lebenslauf für Sie optimiert wird. Wenn Sie zum Beispiel eine Lehre gemacht haben, wählen Sie diese. Wenn Sie Baupolier sind, klicken Sie darauf. Damit öffnet sich ein neues Feld, in dem Sie eine Word-Vorlage für einen Lebenslauf und eine für ein Bewerbungsschreiben finden. Nebenbei gibt es noch ein zweites Dokument, welches Tipps zum Ausfüllen gibt. Ist diese Website eigentlich auch sicher? Ich habe mal gehört, dass Downloads auch recht gefährlich sein können. Ja, grundsätzlich hast du recht. Bevor du etwas aus dem Internet herunterlädst, solltest du dich immer vergewissern, dass die Seite sicher ist. Um herauszufinden, ob eine Webseite sicher ist, gibt es mehrere Hinweise. Eine Möglichkeit ist, in der Adresszeile zu schauen. Hier sollte es ein Schloss geben, auf das Sie klicken können. Firefox zeigt hier Verbindung sicher. Auch der Buchstabe S in der Zeile deutet auf eine sichere Verbindung hin. Das S in HTTPS steht für Secure, also sicher. Ein weiterer Indikator ist das Impressum. Jede Webseite ist an sich dazu verpflichtet, gewisse Informationen über die Webseite anzugeben. Im Impressum sollte mindestens der Name der Firma, eine Anschrift und eine Kontaktmöglichkeit angegeben sein. Das Impressum findet man üblicherweise am Ende der Seite, also ganz unten. Wir sehen, das AMS Österreich ist für diese Seite verantwortlich. Wir haben eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail oder Telefon, falls wir uns erkundigen wollen, ob diese Seite auch wirklich vom AMS ist. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass die Seite vom AMS sicher ist. Nun lade dir die Vorlage noch herunter. Ah, okay. Warum soll ich das machen?
Wenn du die Word-Datei aus dem Internet herunterlädst, dann hast du sie auf deinem Computer oder Laptop. Das ist dann dein eigenes Dokument. Dann kannst du sie eigenständig bearbeiten und verändern, ohne dass du das Internet dazu brauchst. Okay, das leuchtet mir ein. Zeig mir mal, wie du das machst. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Datei herunterladen können. Der erste Weg ist der. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Dokument. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt können Sie Öffnen klicken und Sie können das Dokument auf Ihrem Computer bearbeiten. Wenn Sie wissen möchten, wo auf Ihrem Computer die Datei nach dem Herunterladen zu finden ist, dann klicken Sie auf Ordner öffnen. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Das Fenster heißt Downloads. Dorthin wurde die Datei heruntergeladen. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, um eine Datei herunterzuladen, ist folgende. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument. Dann sehen Sie einige Optionen. Klicken Sie auf Ziel speichern unter. Es öffnet sich hier nun auch ein Fenster und wiederum der Ordner Downloads. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Namen der Datei noch zu ändern, indem Sie in das Feld Dateinamen klicken und einen gewünschten Dateinamen hineinschreiben. Dann klicken Sie auf Speichern und danach gleich auf Ordner öffnen. Moment, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wo finde ich die Datei jetzt, wenn ich sie wieder brauche? Das zeige ich dir gleich. Es gibt auf YouTube ein paar gute Anleitungen, wie man seine Dateien am besten verwaltet. Die findest du auch in den Lernmaterialien im MOOC. Also, ich starte am Desktop. So nennt man den Startbildschirm, den man beim Starten von Windows sieht. Ich klicke auf dieses Symbol hier in der Leiste. Das ist ein Ordnersymbol. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Ich klicke auf Dieser PC. Hier habe ich einen Überblick über die wichtigsten Dinge, die auf dem Computer gespeichert sind. Es gibt Ordner für Bilder, Dokumente, Musik und auch Downloads. Dorthin habe ich das Dokument vorher gespeichert. Mit einem Doppelklick öffne ich den Ordner und siehe da, hier liegt die Vorlage für den Lebenslauf. Und was kann ich mit der Datei jetzt machen? Du kannst rechtsklicken, dann siehst du eine Reihe von Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Du kannst die Datei öffnen, du kannst sie ausschneiden, umbenennen oder kopieren. Ich will sie jetzt bearbeiten, daher klicke ich auf Öffnen. So sieht das dann aus. In einem weiteren Video erfahren Sie genauer, was Sie mit der Datei alles machen können. In diesem Video haben Sie gelernt, was eine Suchmaschine ist und wie man mit verschiedenen Begriffen sucht. Sie haben gelernt, was ein Impressum ist und wie man herausfindet, ob eine Seite sicher ist. Sie haben gelernt, wie man eine Datei aus dem Internet herunterlädt und wie man sie auf dem Computer wiederfindet. Und wie weit bist du mit dem Ausfüllen der Vorlage schon? Ach, noch nicht so weit. Aber im Feld Weiterbildung weiß ich, was ich angebe. DigiSkills für alle. Wenn das kein Anstellungsgrund ist, dann weiß ich auch nicht.